Hi, hallo und herzlich willkommen heute zu einem Jahresrückblick der Werkzeuge. Alle tollen Werkzeuge, die ich entdeckt habe und die mir und hoffentlich euch auch so viel Spaß bereitet haben, habe ich nochmal in verschiedenen Folien für euch vorbereitet. Das hier ist die schwarz-rote Folie. Ihr seht, alle Werkzeuge in schwarz-rot liegen da. Und da habe ich dieses Jahr, ist ja das zweite Jahr jetzt vom Toolboy, erstmalig den Ruco Engrater vorgestellt, mit dem man verlängern kann, um hier vorne mit so einem kleinen Fähnchen alle metallischen Dinge entgraten kann, die es so gibt auf der Welt, die scharfkantig sind und für die man hier sogar auch noch extra Klingen dabei hat. Dann habe ich ein Shorty gemacht, zum Shorty, zum Stubby, der wahrscheinlich kleinste Bitratschen-Schraubendreher. Damit kann man den da vorne links, rechts und neutral stellen. Der ist für enge Bauräume und richtig Heavy Duty, ein Farcom-Tool. Und sein großer Bruder, den E-Schraubendreher, haben wir uns die angeschaut. Das hier war einer der teuersten, die es gibt auf der Welt. Naja, der hat halt auch internationale Garantie, habt ihr mir verraten. Und deswegen ist er das auch wert. Dann habe ich einen tollen Weihnachtskalender gefunden. Vorher hat die Pizza ohne Rand bzw. die Sexy Nadil im Community-Bereich nach einem besonderen Tool gefragt. Und auf der Suche nach dem Tool bin ich auf ein weiteres besonderes Tool gestoßen. Und zwar diesen tollen KS-Tools-Griff, wo man hier nicht nur als Quergriff oder T-Griff verwenden kann, sondern auch zum Schnellschrauben und eben dann halt um links, rechts, ja, das sind sogar abgestuft, ich denke mal 15 Gradweise als Ratsche. Also man kann mit Schmackes, man kann mit Geschwindigkeit oder irgendwas dazwischen anziehen. Ja, toll. Und dann, ja, der KS-Tools Schraubendreher, auf den bin ich rumgeritten. Lange Zeit, den habe ich getestet auf Herz und Nieren und habe ich den als gut befunden und der bleibt auch in meiner Sammlung. Ja, Swiss Tools BP, Swiss Tools haben den Red Dot Award für diesen tollen Schaltschrankschlüssel, der alles vereint, hier bekommen, gewonnen. Der hat auch in der Mitte zwei Bits und einen roten Punkt und dann, ja, ich muss es sagen, es ist so, fast mein Lieblingsgriff von KS Tools, hier einmal der 8510R30, auch mit einer Ratsche links rechts, und sein kleiner Bruder, der Stubby, der hat nicht nur den gleichen Ratschenaufsatz, sondern hinten im Griff auch jede Menge Bits mit dabei, also auch tolle Werkzeuge. Dann, japanische Fraktion, habe ich Smarty-Werkzeug gedreht und habe ich den hier noch entdeckt. Heavy Duty mit Schlagkappe und hier in der Schlüsselweite, dass man hier mit dem Maulschlüssel drüber kommt, wenn man mal eine Schraube lösen muss oder Heavy Duty festziehen möchte. Und die VDE-Serie von Fessel mit dem Ball Grid. Da kommt ja einiges jetzt noch. Natürlich darf Milwaukee auch nicht fehlen. Hier wieder mein flottes Handwerkermesser mit mehreren Funktionen, mit einer Klinge hier im Griff, das wissen auch noch nicht alle, und hier im Wechselbit Schlitz und Philips 2, fängt schon leicht zum Rosten an, und dann hier ein Schlüsselloch für den Schlüsselring und eine metallische Klemme, dass man den an Gürtel hin machen kann. Dann habe ich noch ganz tolle Wasserwaage von Milwaukee gefunden. Zu der habe ich noch gar nicht viel gesagt. Das ist nicht nur magnetische Wasserwaage, wie ihr hier sehen könnt, sondern man kann da auch gradweise einstellen und dann kontrollieren, ob das 45 Grad ist, wenn man es eingestellt hat. Die Wasserwaage lügt nie und die war gar nicht so teuer. Ist außen noch so ein Aluminium-Druckguss, meine ich. Auch ein richtig cooles Teil, wie ich finde. Und dann, Vorsicht, Dauerwerbesendung, oh ja, weil das habe ich geschenkt bekommen von BMI, muss ich fairerweise jetzt dazu sagen, und zwar der Vario Mini, ein tolles Maßband in der Genauigkeitsklasse 2 von BMI,
schön beschichtet und mit so einem Softstop. Ja, man kann das auch feststellen, wenn man es loslässt, noch einmal, ganz leise. 5 Meter sind das sogar oben, meine ich, nee, 3. Und von BMW ein weiteres tolles Maßband mit Wasserwaage und Spezialfunktion, das kann man hier ausrollen. Dann hat man hier ein Metallmaßband, mit dem man schön anreißen kann, weil man scharfe Kante hat. Und außerdem kann man es, wenn man es kann, sage ich immer, da hinten draufstecken, muss ich ein bisschen rausfahren. Und dann hat man eine metrige Wasserwaage im Hosentaschenformat. Wie cool ist das denn? Die heißt Pico. Und ich meine, die habe ich euch auch bei den smarten Werkzeugen vorgestellt. Müssen wir mal ein wenig schauen. Uiuiui, das klappert ganz schön. Ich glaube, die Seite ist besser, wenn wir mit der anfangen. Und dann steckt man das hier rein. Zack. Also, so viel zu den schwarz-roten Tools. Gibt aber natürlich noch andere. Jetzt lassen wir die hier mal verschwinden. Schwuppdiwupp. Es gab dieses Jahr auch von Knipex viele Neuheiten. Von Knipex. Yeah, Buddy. Und liegen hier passend zur Jahreszeit im Weihnachtsstern auf den Matten. Die habt ihr vielleicht schon gesehen, wenn ihr meinen Kanal ein bisschen verfolgt habt. Ja, ganz tolle Zange hier. Die Twin Grip, die es gibt, die man hier in mehreren Stellungen aufmachen kann, die da vorne ein ganz tolles und einzigartiges Schliffbild hat. Ich hoffe, man sieht es schön, mit der man auch Schrauben lösen kann. Gibt es mit verschiedenen Griffen, das ist ein tolles Tool. Und hier haben wir auch gefreut, das meine ich, also ich habe es neu entdeckt, eine Elektroinstallationszange, wo man hier als unten krimpen kann und oben verschiedene Kabeldurchmesser abisolieren kann. Außerdem ist ein Seitenschneider mit da oben und vorne auch so ein ganz geriffeltes, flaches Teil, wo man gut in enge Bauräumen arbeiten kann. Und dann Knipex Messer mit Sonderfunktion, und zwar hat es da oben eine Leiste, das stabilisiert die Klinge zum Schneiden. Und wenn ich das nicht haben möchte, weil ich flexibel irgendwo drunter fahren muss, dann kann ich das auch nach hinten schieben. Geiles Teil. Schaut mal, bei Knipex Neuheiten habe ich euch vorgestellt. Ja, da vorne Schneider, den kennt ihr. Ist keine Neuheit, aber ist ein brutales Teil. Und ein kleiner Seitenschneider. Der ist zum Beispiel bei meinem Lötvideo zum Einsatz kommen. Den gibt es auch nicht nur als 115, 125, sondern auch als 140. Also für alle Kraftklassen ist was dabei. Und dann diese Kombizange, wo man da vorne auch einen kleinen Draht quetschen kann. Mit einem Brennerloch, wo man die Schweißbrennerdüsen wechseln kann. Im Hosentaschenformat. Geniales Tool. Jetzt hätte ich es fast vergessen. Ein ganz wichtiges Tool, was ich im Moment gar nicht griffbereit habe, ist natürlich dieses Zangenset von Knipex mit der Cobra XS und der Zangenschlüssel XS. Naja, das vergebt ihr mir, dass es nicht da ist. Das habe ich euch schon in anderen Videos gezeigt. Und dann auch neu, hier die elektrisch-ergonomische Kabelschere, wo man hinten auch krimpen kann, die großen Einsätze, und wo man oben auch Heavy Duty Draht zwicken kann, die heftigen, und die Kabel vorne auch geriffelt hier. Richtig coole Schere mit einer Loch von Schlüsselring, dass die nicht aus der Tasche fällt. Auch Knipex, auch sehr weit vorne mit dabei dieses Jahr. Okay, dann kommt die nächste Folie. Es ist die Taftbildfolie. Ein Taftbild, da habe ich viele Messer entdeckt von denen. Ich habe auch wieder was Neues entdeckt. Das kommt. Kommt noch. Und zwar, ja, so Isoliermattenmesser, großes, ja. Cool. Heavy Duty Klinge und mit Gürtelhalter. Made in USA. Und auch ein bisschen kleiner. Auch ein richtiger Elmer, wenn man mal reißen muss. Ja. Oder Sauschlachten. Geht wahrscheinlich auch damit, kann man das als Saufeder verwenden. Heavy Duty Messers. Und dann ganz raffinierte Messer, und zwar ein Messer, das auch ein Schaber ist. Hat mir richtig gefallen. Dem Uwe Borland auch. Kann man nicht nur die Herdplatte damit abfegen,
sondern auch Lacke und solche Dinge entfernen. Und dann ein klappbares Hawkbill-Messer. Das arretiert hier auch zum Kabel abmanteln und so scharf wie der Teufel persönlich mit Federclip für den Gürtel hinten. Mega. Und das Pistolenmesser, ja, auch ein Lucky Luke, wo hinten ein Magazin drin ist, wo man mehrere Magazine dabei hat, wo man verschiedene Klingen reinmachen kann, dann nach Anwendung rein damit und vor. Wow, echt ein cooles Tool und genau in der gleichen Größe wie hier der Schaber. Da haben wir richtig gefreut über so qualitativ hochwertige Messer, die die machen. Okay, last but not least, Kniplex haben wir schon gehabt, Vera. Puh, alles durcheinander geflogen, habe ich euch die Neuheiten gezeigt. Die gingen richtig gut. Vera hat diese tollen invertierten Farben dieses Jahr, wo die VDE-Schrauben drehen jetzt nicht mehr rot-gelb sind, sondern gelb-rot. Und dann haben die tolle Werkzeuge rausgebracht, zum Beispiel so einen tollen Schlaggriff, den man entriegeln kann. Und wenn ich dann hinten drauf hau mit dem Hammer, dann kommt von der Impuls drauf auf die Schraube und man kann frosch die Schraube aufmachen. Oder ich stelle das aus, dann kann ich einfach nur so das Teig wählen. Richtig massiv, richtig schwer, tolle Sache. Und dann den Zyklo 8009. Auch ein sehr schöner Bithalter und man kann 3/8 Zoll Nussen drauf machen und hinten im Griff sind die Bits drin. Schaut mal bei meinen Neuheiten wieder rein. Und dann der tolle Weihnachtskalender, den wir getestet haben, für den wir auch einen Lifehack gemacht haben. Der hat dieses Jahr so die kleinen Schlüssel dabei gehabt. War auch ein feines Werkzeugset. So, und jetzt sind wir aber soweit. Last but not least, kurze Zwischenrunde noch, dass ich es nicht vergesse. Ja. Bosch hat hier so einen Griff, da sind Fuchsschwanzmesser dabei. Man kann das also als Aufbewahrungsmittel für den elektrischen nehmen. Oder, wenn man es kann, die auch da vorne ganz easy reinmachen und dann von Hand sägen. Der ist gar nicht teuer und den finde ich eigentlich auch noch ganz lecker. Aber um den soll es gar nicht gehen, obwohl ich euch auch einiges an Bosch-Werkzeug gezeigt habe. Und Systeme von denen bzw. L-Boxen, das war ein Spaß. So, und last and least, das tolle Deluxe-Werkzeug, das ich gefunden habe dieses Jahr von Purdy. Eine Spachtel im Hosentaschenformat, wo man schön Malerrolle damit aufmachen kann, wo man Eimer aufmachen kann oder Dose, die ist scharfkantig hier. Man kann hier auch ordentlich schaben. Und hinten hat es auch noch was, wo man draufklopfen kann. Und dann für alle Modellbauer unter euch, der Traxxas-Griff, den habe ich schon mal gehabt, der hat da vorne nicht passt, die haben jetzt nachbessert. Da hier ist zum Beispiel ein 1,5 für Imbus oben. Auch tolles Gerät, schaut nicht nur toll aus. Und dann zwei ganz hochwertige Messmittel, ein Aluminium oder ja, Metermaßstab mit der Genauigkeitsklasse 2, der wahrscheinlich genaueste Metermaßstab, den es gibt auf der Welt, auch von BMI, tolles Teil, und von Tachima, ein Maßband mit 3 Metern in der Genauigkeitsklasse 1, wer kann es erkennen. Das war's in 2022, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. Und dass ihr wieder einschaltet, über ein Like würde mich freuen. Und weil Weihnachten ist, lasst mir vielleicht auch ein Abo da. Ihr wisst ja, nichts riskieren, abonnieren. Danke fürs Zuschauen und bis bald.